Hier sind wir wieder. Ein weiterer Klassiker für euch. Ich freue mich, sie vorzustellen zu dürfen. Die M1. Ah, gerannt. Sieht man das so? Los geht's. Hey friends, I made a video in English. Check it out. Wie immer, alle Waffen sind entladen und sicher. Aus Sicherheitsgründen, was wir heute hier haben, sind keine echten Patronen. Wir haben hier Dummy Rounds. Nur damit ihr auch seht, dass keine Munition in der Nähe von Waffen hier ist. Ihr seht, das ist eine mit Löchern. Die M1 gerannt, eins der Wunderwerke aus den USA. Hat sich sehr, 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 sehr lange in der Armee gehalten. Ist vor allem bekannt aus vielen Filmen und Videospielen, vor allem wegen einer Sache, wegen dem Ping-Geräusch, dass dieses Metall, diese Metallspange erzeugt, wenn sie ausgeworfen wird. Zum Laden gibt es auch eine sehr bekannte Art, sich den Finger einzuklemmen. Den Garant-Daumen kann man sich zuführen, indem man hier nicht richtig den Clip reindrückt. Kommen wir erstmal zu ein paar Daten zu diesem wunderschönen Gerät. Shoutout an Vienna Arsenal und an Bravo Zero 6 und an Tech Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für Sie und ihn. Das Kaliber ist 30 M1, das ist extra entwickelt worden für diese Waffe, aber es gibt die auch natürlich noch in anderen Kalibern. Außerdem auch in der 30-06 oder in der 7-62x51 NATO, also das Standardkaliber der Bundeswehr für alle 7-62 Waffen. Die Lauflänge 610 mm, die Gesamtlänge ist 1107 mm, Gewicht 4,37 Kilogramm. Na, ihr seht, so ein Stück Holz kann schon ganz schön schwer sein. Dementsprechend aber ist der Rückstoß wirklich angenehm. Alles in allem bekommt man die in den USA so, oder auch in Deutschland habe ich gesehen, für 1600 Euro. Aber je nach Gebrauch oder Zustand der Waffe kann der Preis extrem variieren. Die werden so nicht mehr produziert, also kriegt man nur noch Nachbauten aus anderen Ländern oder vielleicht wirklich die Originalen, die irgendwo gebraucht sind. Das ganze Ding ist halbautomatisch und was macht die Waffe einfach so abgefahren? Sie ist sehr lange eine wundervolle Waffe gewesen, vor allem auch auf Entfernung, sehr präzise und ich meine, wer hatte damals schon viel Munition mit dabei? Hier 8 Schuss und relativ leicht zu laden. Somit hatte man doch immer genug Munition dabei. Ich habe schon von diesem Spruch gehört, ja, aber dieser laute Ping, wenn das Ding leer ist, das verrät doch die Stellung. Da habe ich einen schönen Spruch dazu gehört. Wenn du im Krieg bist und dir Kugeln um die Ohren fliegen, dann hörst du auf 10 Kilometern, also übertrieben auf einen Kilometer, keine Pings mehr. Und vor allem auch nicht, wenn dir überall Granaten um die Ohren fliegen. Was dieses Ding kann, werden wir gleich auf der Range sehen. Die M1 Garand, ein absolut interessantes System, immer noch so modern und ich liebe einfach diesen ikonischen Sound, den dieses Clip macht, wenn es rauskommt. Der Rückstoß ist um einiges sanfter und gar nicht so schlimm, wie es jetzt auf dem Video zu sehen ist. Fühlt sich viel besser an. Alles in allem ein tolles Stück Geschichte, diese Waffe, und immer noch eine beeindruckende und wirklich effektive Waffe, wenn man sie auf der heutigen Dienst zum Beispiel projizieren würde. Ein wunderschönes Gewehr, M1 Garand.
sick. I love this gun. Sie nicht stechen lassen, der Kerl!